Irgendwann, Freunde, willkommen in einer weiteren Folge Basics Mod. Challenge Level 5 und wieder mit dem Insektendeck. Ja, ich empfinde das Insektendeck als eines der stärksten, deswegen halten wir das auch bei. Damit zu spielen, würde ich sagen. Ich hoffe natürlich auch direkt eine Ameise. Keine. Halt nicht gern. Auch eine coole Karte, jeder, die an der Bell liegt, ist stärker ist. Das ist ein Killer, der fehlt. Wollen mehr Schwärmen tatsächlich. Ich glaube, wir machen. War das kein Fehler. Haben. Wir haben volle Items. Wir können die Katze auf eine andere Karte dran. Das ist sehr wichtig. Im Endeffekt, Katze halt used. Man kann sie 1000 Mal opfern. Ich glaube nicht. 13 Mal, dann wird sie stark. Katze zieht schlecht. Perfekt. Er greift leider drüber. Erstmal den Boss. Der Alpha ist auch. Ameise spielt Lightwolf. Dann haben wir auch das. Das Ameisendeck gefällt mir im Kleinhalten. Sehr schnell. Echt. Also man findet die Ameisen. Oft wie möglich. Cool. Weil die Schwärmpotte. Kabinen halt ins Teil vorbei. Gucken wir auf jeden Fall. Legit Trash. Mein anderes lohnt sich nicht. Echt vielleicht nicht mal. Der wäre ein ehrlicher. Wieder. Jetzt 2 können. Angriff. Tatsächlich. Ach, das war kein guter Zug. Wir haben nur einen ethischen. Das folgt. Haben wir gewonnen. Das war's jetzt. Wir haben. Mein Schaden und wir kriegen ordentlich was rein, allerdings. Pelze sind. Auch Pelze sind. Habe ich jetzt. Oh. Upsies. Tatsächlich gehe ich mal die Route, weil die Pelze. Ich habe mich einmal richtig. Eier wohl. Das ist mit Kosten und einen Insekt. Da ist ein Insekt. Da sind 2 Ameisen. Ui. Ja, wir müssen Ameisen haben. Könnte noch theoretisch einfach die Ameisen kriegen. Die Ameisen können sagen. Die Ameisen können. Ich weiß, die Ameisen können eine Ameisenkarte, aber mehr als eine im Deck. Bei Kosten. Oh ja.
Knochen der Elche. Was ist ein Deck? Verteidigung. Ameise auf dir. Voll, bei voller Stärke. Jetzt zwei Karten haben. Kein Insekt, aber die entwickelt. Hier wahrscheinlich alle unsere Insekten. Das ist besser als Spider. Es ist jetzt nicht das krasseste. Allerdings. Dann werden die stärker das sonst. Es ist da. Gold. Ja, gar kein Abs. Also die. Bei Schaden ist das. Lol. Das war das ja. Bisschen fast. Auch die Karten vom Packwohl bekommen. Hat sich die normale Ameise gerade in einen Reise. Erste Karte nicht. Ach, aber die Karte eh. Ein sehr dummer. Ich will halt auf jeden Fall den Pack holen. Komm, Chess. So, weil ich brauche noch ein paar Karten. Ich greif du an, das weißt du, aber jetzt. Einfach alles oh. Das ist also das Ameisendeck, wenn ihr es schlau spielt, das ist echt gut. Ich wünsche, wenn er sich so eine Ameise entwickelt. Ameisen dazu. Holy shit, das ist der Ameisen-Bild. Dann echt ein guter Move, weil im Endeffekt hätte das dann auch eine richtige Strategie. Packen. Haben ja eine Weiterentwicklung. Aber naja. Pack mich auch wieder einfach normale Arbeiter-Ameisen sind. Nein, der Koyo haben keine Knochen. Dann das Boss von.
Könnten Feuer gehen, aber nee, das. Könnten auch richtig Portes tun. Ich habe sehr viele. Eins. Funny. Scheiße. Lass das schwarze ziehen. Lass ein Zweier haben. Schwarze ziehen. Denke mir. Vielleicht Fischen werfen noch. Ah, Dammbau. Ja, das war ein verschwendeter Zug. Immer noch den Hunger. Oh, perfekt. Das ist ein gefährliches. Da haben wir auch genug Schaden mit. Aber der kann uns auch nicht. Frag schon, ob der einen Angriff hin. Ach so, stimmt. Wollen wir direkt eine weitere Ameise aus. Weil wäre jetzt gut. Ja, das war halt. Ach. Mach das mit. Für Karte kopiert. Das ist zwar nur so Feld für mich. Cool, die Pelze kann ich ja auch. Mein Gold. Karte haben. Alles andere sieht. Okay. Ich hätte noch mehr kaufen können. Mal rüber zu. Er hat sogar komplett geschafft. Krasser Typ. Das ist so ein cool. So ein cooler Stick. Welt. Ja. Ja, let's go. Das ist eine Hand. Das liegt sehr weit weg. Er will ich tatsächlich. Gut. Einfach angreifen. Perfekt. Die entwickeln weitere Ameisen. Er hat zwei Angriffe. Das weil, ne? Soll ich erstmal. Toll, ich werde zwei. Ja. Ameisen kriegen. Ich bin ein Trottel. Die Ameisen kriegen. Ich kann auch einfach spielen. Ich kann einfach durch. Bei Angriff. Jetzt können welche Fälle los. Ein weiteres kommen. Jetzt ist das da. Feldtyp. Aber naja. Hätten wir mal wegen der. Der Kuckucks. Meine Lieblingskarte. Glaube ich, was er. Ich weiß es nicht. Einmal kommt. Gag und Feldmäuse sind
ich mal, sage ich noch was anderes. Ach, jetzt brauche ich noch mal ein anderes. Vielleicht ein starkes. Ich meine, das macht nichts mit Angriff her, ab. Ja. Reiten. Das ist schon. Ja, weil. Ich das dämische. Fett muss. Endeffekt, weil wir jetzt so ein Spiel. Dann wieder was spielen. So einfach als Defense. Auch bei dem Adler kann sie. Ehrlich. Der Adler würde mich. Hab ich. Hack kann ich eh nicht. Kaninchen. Allein für die. Crazy. Angriff. Oh Gott. Danke. Weiß mal drauf. Okay. Hält mal. Ja, auf geht's. Brauche ich nochmal eine normale Ameise? Weiß ich nicht. Das ist Mr. Trap. Das ist ich. Dying End. Kaninchen. I'm green. Oh, ich hab's. Gag spiel. Oh, Gags. Meine Ameise spielen. Oh nein! Aber noch nicht. Ich hoffe, ich ziehe gleich was mit. Hexe, die ist tatsächlich Insta-Win in den meisten Fällen. War es jetzt einfach nur seine Front. Like, and unten. Ah, unten. Letzte aber Wahl, okay. Heißt. Will ich ja meistens der. Aber jetzt. Jetzt die Karte haben, mit der Karte macht er. Der Karte wird noch. Hört den Wolf dafür auf. Ja, meine Ameisen. Und noch ein Kaninchen. Da habe ich 12 Karten, das ist ein Eichen.
schon ordentlich. Das ist ein Gegner. Okay. Weiter Boss ist. Opfern ist kein Problem mehr, glaube ich. Ameisen. Ach, bitte. Jetzt ist auch Opfern halt absolut kein Problem. Können wir unseren Gags ablassen? Machen wir so. Ich meine, die Sieg wäre jetzt auch smart gewesen. Vielleicht. Beiden. End is end, ne? Ich glaube, ich tue Gags hier. Einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Bei zweimal ist er tot, also auf der Hand. Gar keinen Sieg haben. Aber einmal? Hat ihm sogar mehr Angriff gegeben. Irrenmann. Das heißt, wir haben jetzt zweimal Gags. Aber können wir das Feld oder nicht voll machen, jedoch. Gag, 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 Gag. Kein Gags. Das ist gar nicht mal so. Halt auch so. Ah. Einfach nur hier. Hab den Instabil mit 12 Damage auf. Also deswegen ist das Ameisendeck. Wenn ihr das Ameisendeck einmal ins Rollen bekommt, dann ist das, das ist das Abschnitt die beste Wahl bis jetzt bei Casey's Mod. Ich weiß, dass es ein Deck mit Mantis Squad gibt, das kann auch komplett schnell eskalieren. Komm. Ameise ist Ameise, wa? Etwas opfern, ich glaube, ich opfer. Ich brauche echt keine Opferpower. Noch mehr Knochen, das heißt, wir haben die. Die Queen, wenn er mal auf der Hand. Einfach ein Free Summon. Echt nicht schlechtes. Lang mit Stacheln. Aber hier, 1 oder 4. Fällt mal so. Sagen. Einfach. Komplett balanced. Da win. X. Also, das ist der Abstand. Am krassesten Brokenste Mann. Also, wir haben zwei ganze Karten, die broken sind. Also, erstmal unsere Gags. Wir zweimal haben, by the way. Aber sind. Aber ich. Nee. Ich mag die Boden. Als die. Wir haben jetzt zwei Sachen. Einmal die Kaninchen-Kombi, die komplett broken ist. Einmal Gags. Also. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich finde es auch schön, dass es ein Wespenkopf ist. Kein einziges Wespenkopf. Kein einziger Wespenkopf. Warte. Kein Dex in diesem entwickelt. Logisch. Ja, gut. Eigentlich müssen wir Gags spielen. Gewonnen. Oh mein Gott, ist diese Karte dumm. Ja, Gags mit Feldmäusen, was will man da noch zu sagen? Wir machen, damit wir eine random Karte bekommen. Ein Ringwurm. Was bekommen wir? Jetzt fällt mal auf. Was? Das Problem ist, mein Schwärmpotenzial gefällt mir halt mehr, aber das ist auch ein. Das macht mehr Sinn, wisst ihr warum? Wir können damit einfach immer Gags raussuchen. Das heißt, sobald wir das spielen, haben wir Gags auf dem Feld. Sobald wir Gags haben, haben wir unendlich. Brauchen wir also gar nicht, wenn sie. Also, okay. Das sehe ich als gewonnen. Man kann schon einfach die Karte zusammen. Das ist so unglaublich stark in Kartenspielen. So, let's go. Deutsches. Oh, wäre auch noch ein Zug.
heißt. Damals noch und searchen. Ach. Und Hexner. Hexner. End Creep. Bei 4 Damage. Ah, ich glaube, wir spielen einfach hier gegen der Arbeit. Ja. Weil da können die einfach über die Buckets angreifen. Habe ich noch einen Ameise auf der Reichsseite? Aber noch einer. Ich hab Gags und so. Haben 3 Ameise. Ja, wen holen? Ich bin auch der fliegende Ameise. Das ist das. Unglaublich, das ist das stärkste Ding, was ich bis jetzt hatte. Hands down. Ich glaube, dieses Deck ist fucking unbeatable. Also, wie hart muss ich breaken, dass ich hier nichts machen kann? Weißt du, es ist mir so egal. Komm, greift einfach an. Alles gut. Also, das. Uff, dieses Deck ist. Bon. Ich hab noch einen Feldmäusel hier. Also, ich hab noch das Feldmäusel. Das heißt, ich kann doch auf einer Karte transportieren. Die Serverkatz. Ah, ich würde sagen, natürlich. Dann muss ich. Feldmäuse. Alles, was mit Feldmäusen kommt, kann man direkt. Einfach auf die Arme. Oder Ameise. Einen haben wir ohne. Auch nicht schlecht. Weil das Entwickeln war schon okay. Next Level. Nur Gags jetzt. Haben wir gewonnen. Wir müssen nur einen Insekt ziehen. Opfer nach. Gags nach. Das ist vorbei. Tut mir leid, Lech. Vor allem, ich habe kaum Items eingesetzt, weil das Deck einfach so Banane ist. Ja, komm, let's go. Tag machen. Und hallo Gex. Gex. Ich weiß, er heißt Gag, aber es ist Gex. Weil ich ein PlayStation. Oh, am besten dazu. Gex. Andern. Gex. Andere Flieger. Ey, wir haben einfach. Ja, okay, das war's. Nee, Mist. Er müsste halt alles an flugabwehrenden Karten haben, damit er überhaupt hier was machen könnte. Weil die kommen ja alle direkt durch. Das ist tatsächlich ein bisschen problematisch. Eigentlich nicht. Kommt er zwar durch und hat einige Damage und einiges an Schaden gemacht. Aber das Ding ist, da Gex auf dem Feld ist, das ist ziemlich egal, wie viel Schaden er gemacht hat, denn ich habe unendliche Karten im Endeffekt. Ich hab jetzt raus. Da kommt ein anderer Gex drauf. Ameise. Okay, das einzige Dumme ist, Deutsch die ganze Zeit wird sehr schnell jetzt. Ein Deck leer machen haben. Völlig schlimm. Haben wir die Ameisen auf dem Feld. Das hier tops. Was an Knochen wir haben. Okay, dann mach ich jetzt mal Karten von Spielen, die da hatte, die waren auch ziemlich stark. Oh nein, der Boot! Er wird ganze 3 Runden brauchen, um ihn zu. Werden wir das so schaffen? Dex! Ameisen. Wir haben legit alle Karten von uns anfasst.
Ja, jetzt können wir es einfach nur expand. Gag for the win. Oh ne, warte. Der hätte noch einen. Vielleicht. Nein. Ach man, Gag ist so dumm. Warte. Let's go. 5. Challenge Level ist auf. Das Deck ist literally. Misplaced. 9 Misplays haben wir das. Klicken. Sieht einfach wie viele. Was? Das ist einfach nur, wenn ich Schaden bekommen habe. Würde ich mal sagen. Nächste Game, meine Freunde, war das Folge 5. Eine sehr easy Folge. Wie hart. Einfach nur noch mehr Insektenkarten für uns. Was? Das ist auch cool. Ich würde sagen, das probieren wir nächstes Mal. Wir haben jetzt genug von den Ameisen gesehen. Und dann. Ciao.